So. Ist es schon soweit? Einmal gestern Schneesturm. Gestern war Schneesturm. Gestern Schneesturm. Ich habe gedacht, das wird nichts werden, weil du hast gesagt, nee. Samstag hat es irgendwie so 6 Grad, 7 Grad. Ich im Leben nicht. Schönes Wetter eigentlich, oder? Na? Wunderbar. Es blendet ein bisschen. Wir hätten das Bike besser andersrum stellen müssen. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Für uns ist heute Samstag. Das stimmt, wir hätten es wirklich andersrum. Ja, aber lass mal. Ja, ist eigentlich egal. Wir haben leider das Gimbal vergessen. Es tut mir sehr leid. Dafür habe ich die Drohne dabei. Oh, ja. Das heißt, wir werden heute probieren, die Drohne mal steigen zu lassen. Wir haben eben schon ein bisschen getestet. Frankie hat ein bisschen Angst gehabt. Ich so. Ganz wir sind klar. Gespannt, was passiert. Ich glaube, wir müssen trotzdem das Ding einmal drehen, weil ich glaube, das ist fürs Licht nicht gut. Ach, stimmt, ja. Richtig? Genau. Nee, wobei, so ist besser für ihn. Ja, hier ist ja die schöne Seite. Ach so, wir drehen uns einfach. Ja, genau, hier ist ja die schöne Seite. Ja, wir haben heute eine altbekannte Sportster. Sportster 48. Aber Baujahr 2016. Nee, ist oder? 2020. Ich glaube, das letzte Echt? Baujahr. Ja, ich glaube, ich letztes Baujahr. Wurden die so lange noch gebaut? Ja, ich glaube, 2020. Krass, wusste ich gar nicht. Ist ein neuer Kunde. Kam zu mir, weil er das Bike gekauft hatte. Mit einem Cobra. Achso, der Auspuff. Genau, die Juniors sind heute dabei. Junior 1 und Junior 2. Hallo. Das machen wir später, okay? Jetzt haben sie Spaß. Wir können das wieder aus dem Bild gehen. Zack, zack. Also kam zu dir? Genau, kam zu mir, weil er hatte das Motorrad gekauft. Im umgebauten Zustand. Ich sage aber gleich, wie es ausgesehen. Also, wir können es ja sagen. Es war so ein halb hoher Ape drauf, Tacho ganz normal oben montiert und es war so ein Cobra-Auspuff drauf, im Endeffekt wie so ein kurzer Vanson Heinz. Aber lauter. Aber lauter. Der hatte zwar eine Plakette von Turcat, also entweder hat die einer im Internet ersteigert und hat die da drauf genietet. Ich würde behaupten, da waren die Cut-Diebs unterwegs. Er hat mir das Motorrad gebracht und ich habe das angemacht, um es hier reinzufahren. Dann bin ich so ein bisschen zusammengezuckt. Es war laut. Also man muss wirklich sagen, es war brutal. Du hast es ja gehört. Ja. Dann habe ich ihn angeschaut und dann sagt er zu mir, jetzt weißt du, warum ich erst dreimal gefahren bin. Ja, also er kam zu mir wegen den Jekyll und Hyde. Ist natürlich jetzt kein kleiner Invest gewesen, wie ihr seht, auch mit Krümmeranlage. Das heißt, der Kunde hat das Motorrad Gebrauch gekauft. Gebrauch gekauft. Kam richtig. Dann zu dir erstmal mit der Intention, im Prinzip nur den Auspuff zu tauschen. Es war nur Jekyll, genau. Das war der erste. Das heißt, der erste. Vorher war im Prinzip drauf eine Cobra nicht zugelassen. Ganz genau. Hast du ihn? Kam er auf die Idee mit der Jekyll mit kurzen Krümmern? Ja, er hatte über Jekyll im Konfigurator eingegeben. Ja. Und dann bekomme ich ja eine Mail und dann kontaktiere ich den Kunden und dann geht das so seinen Weg. Ach echt? Ja. Ah okay. Genau. Weil du kannst ja bei Jekyll selber nicht direkt bestellen als Privatkunde. Nein, weil das für Händler. Geht nur beim Händler. Ja, das hat was mit der Garantieleistung beim Verbauen und so weiter. Ja, okay. Das ist natürlich für Jekyll besser zu kontrollieren. Man muss ja sagen, eine Jekyll mit kurzen Krümmern an dem Motorrad ist ja schon kostenintensiv. Ne? Im Verhältnis zum Motorrad selber aufgrund, ist das schon eine Hausnummer. Ne? Aufgrund der Preiserhöhung jetzt, die ja kam durch Material teurer, wegen Cut-Material teurer, wegen Blatt teurer, Beschichtung teurer, Verchrom teurer. Mhm. Kostet die Anlage jetzt, ich glaube, 4.090 Euro. Plus Montage noch. Plus Montage, richtig. Das ist schon natürlich schon eine Hausnummer. Natürlich ist das eine Hausnummer. Ich meine, wir können sie ja gleich mal starten. Ich habe den Schlüssel drin. Man muss sagen, klangtechnisch ist es ganz weit vorne, ne? Witzigerweise habe ich ja viele Kunden, wo er irgendwie ein Big Twin fährt, ja, und oder der Sohn und oder die Frau oder Freundin eine Sportster. Und ganz viele sagen, ey, Alter, die Sportster klingt, der 1200er muss man dazu sagen, klingt mit dem Jekyll fast besser wie mein Big Twin. Nicht besser, es klingt besser. Ich weiß nicht warum, ich hatte ja auch eine 48 gehabt und ein Kollege von uns auch. Und er hat jetzt eine Loader S, deiner, den Fritz. Und selbst er sagt, mit dem 1200, obwohl du weniger Hubraum hast, ist klangtechnisch das besser, weil es hört sich, finde ich, voluminöser an. Mhm. Wobei das ja eigentlich Schwachsinn ist. Das geht ja eigentlich zwischen wenigen Hubraum ja eigentlich gar nicht. Aber es hört sich irgendwie besser an. Ich weiß nicht, warum. Hat was wahrscheinlich mit der Charakteristik des Motors zu tun. Keine Ahnung. Das heißt, du hast im Prinzip also wirklich nur Jekyll jetzt gemacht, Lenker? Nee, pass auf. Die Geschichte war das. Erstmal nur Jekyll. Dann hatte er einen Kennzeichenhalter dran seitlich, der nicht sehr schön war.
Und dann hat er gesagt, er hätte gerne noch einen Wunderkind-Kennzeichenhalter. Ich wollte gerade sagen, der genau. ist bestimmt von dir. Genau, und dann hat er mich gefragt, ob man das noch in dem Angebot noch mit reinpacken genau, kann. Genau, richtig. Und dann? Lenker hast du genommen von? Den hat er gebracht. Ach so, okay. Und dann hat er mir noch, gebracht die Lenkerklemme, ja. mit denen, wo man die Original-LEDs einsetzt. Den Filling-Lenker. Und er hat dieses Tacho-Bracket gebracht, was hier an die Seite geschraubt wird. Das hatte ich auch früher gehabt. Ja, wobei da war ich nicht so von überzeugt, weil der Gummiring und das Gehäuse nicht so hundertprozentig gepasst haben. Wir haben das jetzt verbaut. Von welcher Marke ist das? Das weiß ich nicht, das hat er selber besorgt. Okay. Er hat den Lenker selber besorgt, das Bracket selber besorgt ja. und die Klemme selber besorgt. Und dann haben wir das im Endeffekt noch verbaut. Also was ich noch erkenne, ist ein LED-Frontscheinwerfer. Einen kurzen Frontfender, oder? Mhm. Gut, ja. Ein Bugspoiler noch, andere Fußrasten, Mini-Blinker. Alles von Avon, so wie ich sehe, gell? Fußrasten, ja, Avon, Griffe auch, Avon, ja. Gabelcover. Da habe ich ihn darauf hingewiesen, dass mal lose, ne? Ja, habe ich ihn darauf hingewiesen. Ja. Normalerweise gehören ja da O-Ringe rein oder ja. Madenschrauben. Hier fehlt beides, ja. Das heißt, die sind locker. Aber ich habe ihn darauf hingewiesen, ja. Er sagt, er muss noch mal kommen, weil wie ihr seht, da war vorher ein Ape drauf, die Züge sind noch ein bisschen lang. Ja. Die Bremsleitung wird noch kürzer gemacht. Okay. Der ABS-Adapter ist aber im Moment nicht lieferbar. Also er kommt wieder. Genau, weil er muss noch mal kommen, weil der ABS-Adapter hat 3 Wochen Lieferzeit. Mhm. Man braucht ja hier, Leon, kannst du mal filmen. Hier unten ist ja der ABS-Adapter für die Bremsleitung. Und ihr seht, der ist original. Ist das ein Stück mit der Leitung? Das heißt, du bekommst diesen Klotz dann, wo hier Einschraubstücke drauf sind, dass du hier also die Bremsleitungslänge halt modifizieren kannst. Kostet, glaube ich, 65 Euro oder so. Mhm. Am besten geht dahin, weil das ein bisschen so. Mit der Sonne. Genau. Den Sitz hat er auch. Den Sitz, der war drauf. Der Heckfender ist ein Plastikfender. Hat leider einen ganz leichten Riss. Hat aber auch beim Kauf gesehen. Ja. Das sind die Cover von Kultwerk. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das ein Plastik ist. Ja, es sieht auch, weil er sehr gut lackiert. Also entweder das muss ja lackiert machen sein. Machen das die meisten, sag ich mal, wegen Preis her? Da das hat oder? Wahrscheinlich... Das, ich sage mal, wenn man das jetzt kann und man kürzt den Originalfender und schiebt den durch, ja. schweißt die Löcher zu und macht das, ist das natürlich immer... Ja. Du weißt, wenn es Blech gibt, nehme ich immer Blech. Also das ist ja schon von der... Also optisch erstmal wie Stahl, genau. aber wenn du dann doch anpackst, ist es ja, doch schon... Ja. Ja. Er ist halt sehr dünn, aber er ist halt sehr dünn und wahrscheinlich ist er Vibration, aus, ne? genau, aus dem Grund auch leicht gerissen. Aber das hat er beim Kauf schon gesehen. Was haben die eigentlich original für ein Tank-Emblem oder Tank-Logo? Oh, weißt du das? Was hatte die letzte 48? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das, Schriftzug. Nur ein Schriftzug? Schriftzug? Und wie gesagt, das haben sie schön gemacht. Hatten oder? Die nicht dieses 3D-Tank-Emblem gehabt, Leon? Nicht die letzte. Ne? Ich kenne mich mit dem Baureihen. Nee, mit dem letzten Bau gar nicht so wirklich. Die Iron, die 1000er, die hatte, meine ich, dieses 3D-Tank-Emblem. Die 1200er? Ja. Die hatten aber auch diese AMF-Streifen drauf, ja, genau. gell? Ja, genau. Ja. Diese AMF-Streifen, so oldschool. Weiser auch, habe ich einen Auftrag hingewiesen. Hat natürlich den Grund, die haben die Sitzbank frisch bezogen. Ja. Haben aber die Lasche weggelassen, aus optischen Gründen. Ja. Aber jetzt fixiert gibt's ja... Gibt es ja keinen Halterpunkt mehr, ne? Du hast ja nur diesen Pin, ja. aber der Pin fixiert ja nicht, sondern die Schraube hinten fixiert ja. Wie machst du jetzt den Sitz dran und fest? Den kannst du nur nach vorne schieben und das heißt, du könntest jetzt so rein theoretisch auch entnehmen? Ja, aber das kann man mit vielen Sitzen entnehmen. Ist das echt so? Ja, ja. Man muss ja sagen, dass wir hatten ja schon mal ein paar Sports in der Videoreihe gehabt. Es ist ja für mich eigentlich so die letzte echte noch, ne? Definitiv. Also das Neue, finde ich, kannst du nicht mehr mit mir vergleichen. Also die ganz Neue ist, glaube ich, auch der Nightstar, gell? Heißt die auch Nightstar? Ja gut, das Ding finde ich... Mit dem Revolution-Motor. Genau. Ja, das also Ding kannst du aber, das kannst du löschen. Da brauchst du mal drüber zu reden. Versteh mich nicht falsch, ich will auch da nicht haten. Na, ach, ich finde das Motorrad, das sieht vielleicht optisch von der Formgebung aus wie eine Sportster. Wenn ich aber diesen neumodischen Motor da drin, ich finde den Motor in dem Kfz. Ich finde das ganze Motorrad einfach überflüssig. Ja. Also ich finde es nicht schön. Ich muss sagen, das mit Sporty finde ich immer noch... Sportster, ist es was anderes? Aber das ist ein ganz anderes. Das ist für mich wieder eine andere Kategorie. Genau, richtig. Mittlerweile muss ich sagen, früher wollte ich ja nie ein maskulines Bike haben, eher das mal, schlanke Taille etc. Ich muss sagen, heute wäre es mir für einen Mann doch zu klein, das Motorrad. Also du bist sehr klein gewachsen, okay? Aber ich muss sagen, für jetzt zum Beispiel als dich, du da drauf Nein, ich oder bin zu ich, groß. Ich bin zu groß. Das passt nicht mehr. Wobei du auf deinem Bike nie klein ausgesehen hast. Doch.
Doch. Nicht? Finde ich nicht. Ich weiß nicht. Aber ich muss sagen. Du warst ja damals auch schon, sag ich mal, massiv. Ja, schon, aber. Es ist, ich find, ach so, übrigens, warte mal, lass mir ganz kurz was sagen. Jetzt mal ohne Quatsch. Er kam vorhin. Jetzt mal ohne Quatsch. Jetzt beim besten Willen. Ein Spinner, Alter. Alter, guck dir die Brille an. Die Brille. Man muss dazu sagen, ich sage jetzt nicht, was es ist, aber ich habe ihn damals drauf gemacht, weil er ist ja so ein 80er-Fan. Jetzt kommt er mit der Kamera wieder so nach. Geh doch mal ein paar Schritte nach hinten, Mann, ey. Ich finde absolut stylisch. Alles schön Carni. Dann ein nicht unerhebliches Accessoire auf der Nase. Das ist ein Spinner, Alter. Komm, mach weiter, ey. Das ist ein Irgendwann Spinner. Kommt er. Irgendwann kommt der Kanal. Irgendwann kommt er. Beauty-Tipps. Warum denn nicht Beauty, für Hipster, Alter? Sondern für coole Leute. Ja, ja. Danke schön. Das hat mich gerettet. Nein, ja. Ist so. Das ist ein Spinner, Alter. Echt, ey. Sagt er eben schon zu mir. Sagt er, ich muss das gleich im Video erwähnen. Ich sag, nein, Mann, das machst du nicht, ey. Ja, also zurück zum Thema. Was ich immer, wie gesagt, das war ja schon, was gekauft hat. Ja. Ich würde immer den originalen Harley Pop-Up nehmen. Ja. Ich finde diese. Ist das jetzt von der Qualität her ein Unterschied? Ja. Man muss hier geht ja der ganze Tankdeckel raus. Ja. Weißt du, hier geht ja alles raus. Ach, alles? Ja. Und beim Harley-Deckel geht ja nur das Innenteil raus. Ach, krass. Und vor allen Dingen ist der Harley-Deckel ja auch glänzend schwarz. Ja. Das stimmt, ja. Das heißt, der passt natürlich, wobei für mich matt und glanz immer kombinierbar ist. Ich finde es beim Tankdeckel aber schöner, muss haben ich sagen. Haben wir nicht da hinten die Tankdeckel bei der Roller Extra? Ja, haben wir. Zeig mal. Hier. Ah, stimmt. Genau. Ich finde den Deckel von der Haptik. Stimmt. Ja, ja. Gut, der kostet natürlich dreimal so viel wie der in der Bay. So? Ja. Allein der kostet, glaube ich, 119 Euro. Aber man muss ja sagen, diese Kleinigkeiten machen nachher, finde ich, einen Unterschied. Ja, wie so oft im Leben. Nee, ich finde so Kleinigkeiten. Nee, also, ich sag dir, und das ist wirklich kein Hate gegen die Leute, die so Tankdeckel fahren. Guck mal, du kannst es gibt so eine gewisse Wertigkeit. Das meine ich ja damit. Ja. Du kannst mit Kleinigkeiten das Motorrad direkt wertiger impulsiver, aussehen, genau, also. Richtig. Die Haptik einfach. Besser wirken lassen. Also ich habe noch einen Tacho, den er haben könnte von mir. Ne? Du musst das nicht drauf. Ich glaube aber, du kannst die nicht mehr verheiraten, wenn die gelaufen sind. Nee? Wenn die einmal gelaufen sind, kannst du sie nicht mehr verheiraten. Ich glaube, die dürfen nur 50 Kilometer oder eine halbe Stunde gelaufen sein. Oder irgendwas. Echt? Ja. Sind jetzt hier noch Cuts verbaut? Ja, ne? Ja, natürlich. Ist das wie bei den neuen, dass der Cut sich jetzt hinten im Endschalter befindet? Oder Nein, die sind noch im Krümmer. Das heißt, bei den neuen ist es ja so, die haben, bei den Milwaukee 8 haben zwei, die haben, glaube ich, die haben im Krümmer und ich glaube im Topf einen. Echt? Ja. Zwei, die haben einmal im Krümmer einen und im M-Topf einen. Ach, krass. Das sind sechs Landersonden. Okay. Könnte man hier den Cut noch entfernen? Ja, bringt aber nichts. Aber man könnte es. Okay. Du fragst für einen Freund? Ich muss gerade an die Geschichte mit seinem Cut, oh, ja. Wo wir ihm hier ausgelacht haben. Was heißt nicht ausgelacht haben? Wir haben einen Freund, der hat eine immer zu mir kurze Krümmer mit Jekyll, 110er Motor. Sagt er immer, klangtechnisch, da ist irgendwas falsch. Und wir dachten, hat auch mit Matze von Jekyll von Harley telefoniert. Genau, und mit Matze telefoniert, war bei einem Harley-Händler gewesen. Alle sagten, nein, das ist so. Und ne, er wurde so ein bisschen als Spinne abgetan, Anführungszeichen. Ja, als nerviger Kunde. Genau, richtig so. Und er sagte, nein, Basti, das ist so. Und der ging mir ein Jahr oder anderthalb Jahre mit dem Scheiß auf den Sack. Und ich habe auch gesagt, ach, Bad, Bullshit, bla, du bla, auch bla. So, und nein, dann? Das kann nicht sein. Und dann stand er hier von einem anderen Kollegen noch das gleiche Bike mit dem gleichen Auspuff. Wir machen beide an und haben gesagt, ja. Das es hört sich wirklich unterschiedlich an. Ja. Du musst natürlich jetzt schon hinhören, aber du hast gemerkt. Nein, du hast es aber direkt gehört. Klangtechnisch fehlte irgendwas. Und dann sagte er, nein, Frank, bitte bau die auseinander. Mhm. Und er war ja schon mit dem Bike bei verschiedenen Harley-Händlern gewesen. Ja. Die haben abgewunken und sagten, nein, das ist alles in Ordnung. Und was haben wir oder du rausgefunden? Wir haben dann, ich habe mit Matze gesprochen. Der Matze hat dann zu mir gesagt, ich glaube, die haben auch gesagt, dass sie die Kosten, glaube ich, übernehmen dürfen. Also nicht für die Montage, aber sie haben gesagt, ich soll einfach mal reingucken, genau. Um einfach mal zu klären, ob das tatsächlich so ist. Und man muss sagen, auch bei Jekyll, die haben gesagt, Alter, der Typ spinnt doch, was soll denn daran anders sein? Nee, die haben nicht gesagt, der Typ spinnt. Nein, aber der Matze hat gesagt, es kann nicht anders klingen. Genau, aber es hat ja anders geklungen. So. Dann haben wir den Topf abgebaut. Ja, und dann haben wir gesehen, der den Auspuff, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich weiß es nicht, aber ich weiß es. Ja, die hatten die Cuts tatsächlich nicht festgeschmissen. Korrekt. Und dann ist der Cut in die Klappe reingerutscht. Der Cut ist aus dem Krümmer
in den Endtopf katapultiert worden und hing die ganze Zeit so zwischen der Klappe. Und die Klappe hat natürlich so halb blockiert. Mhm. Ja, nehme ich auch noch einen. Ah, ja, stimmt. Ja. Warum wir denn noch? Du? Bei meinem Bruder. Stimmt. Ach, stimmt, richtig. Das heißt, wir gucken mal, ob wir die Bilder bekommen könnten. Ja, stimmt, richtig. Können wir mal zeigen. Ich fand mal eine interessante Geschichte, dass man vielleicht auch den Leuten mal glauben. Ich kenne das ja selber manchmal schwierig. Ich sag immer, wer soll denn, du hast auch manchmal Kunden, die erzählen dir was, das kann nicht sein. Ich sage auch zu ihm, das kann nicht sein, das geht nicht. Doch, das ist so. Ich sage, der doch hier, der spinnt doch. Ja, aber siehe da, es war doch so. Ja. Neuen Cut eingebaut, klangtechnisch wieder noch. Zwei neue Cuts? Einer hing, glaube ich, nur draußen, gell? Ja, einer. Der andere hing. Nee, der andere lag auch drin, aber der war nicht so aber zerstört. Aber musst du die anschweißen? Wenn du jetzt eine Jekyll verbaust, die muss angepunktet werden. Musst du die anschweißen hier vor Ort? Nee, bei. Ich muss jetzt lügen, weil ich habe ihn ja nicht verbaut, sondern der Kuba. Ja. Ich meine, bei der ist das schon drin. Im Krümmer drin? Ich glaube, die sind schon gepunktet. Ich bin mir also jetzt nicht sicher. Also Matze, du kannst gerne was dazu sagen. Normalerweise lagen die einzeln dabei, dann steckst du die rein und dann brutzel, und dann ist das fertig. Okay. Ja, an für sich. Original Luftfilter noch drauf. Genau, sitzt mal. Ich finde, was ein bisschen fehlt, wäre ein breiter Reifen. Schön 180er noch rein, dann würde ich sagen, schick. Ja. Ist aber natürlich, ja gut, kannst du bei einer Gussfelge. Ach ja, richtig, genau. Ja, kannst du, aber musst du halt umschweißen lassen. Hast du mal gemacht? Ja, natürlich. Auch bei der Felge? Ja, kann man mit TÜV umschweißen lassen. Das heißt, die flexen wirklich im Prinzip oder die schweißen? Nein, du musst dir das so vorstellen. Das ist, die kommen ja aus der Auto-Alufelgenreparatur. Ja. Das heißt, du hast jetzt eine sehr hochwertige Felge, die du am Bordstein, am Auto zum Beispiel, die du am Bordstein beschädigt hast, die du aber nicht mehr richten kannst. Ja. Dann wird der Felgenring, der Rand abgestochen. Da wird ein neues Bett aufgeschweißt, überdreht, poliert oder pulverbeschichtet. Das heißt also, die Ränder werden abgestochen und dann werden neue Betten angeschweißt. Das ist ungefähr genauso teuer wie eine Speichenfelge umspeichen, also mit Beschichten bla und so weiter, vielleicht 1000 Euro. Nur die Felge verbreitet? Ja. Auch, aber umspeichen beim Thorsten auch. TDS kostet auch 1000 Euro. Okay, ja, ungefähr. Wir reden ja dann von 4,5, also du machst die Felge auf 4,5 und machst einen 180er drauf. Ja. Jetzt werden viele sagen, 180er, aber ihr dürft nicht auf vergessen, Ding ist das schon gut. Ein 180er auf 4,5 zieht sich natürlich schon relativ dick. Ja. Also in der Sportster sieht das deutlich massiver aus. Also das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja. So. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du hast natürlich 1000 Euro für die Arbeit. Mhm. Den Reifen brauchst du. Mhm. Ja. Und die Arbeitszeit noch im Motorrad? Das ist relativ überschaubar, weil die machen das so wie beim Einspeichen. Die schweißen das. Ich weiß nicht, warum er jetzt wieder lacht. Ihr müsstet jetzt wieder sehen, dass der Kleine hier mit seinem karierten Hemd auch lacht. Also haben sie was wieder ein Insider. Hast du das letzte Video gesehen, wo der sich so versprochen hat? Ja. Was hab ich? Entschuldigung. Ich weiß es nicht, Alter. Manchmal denke ich auch. Aber wie er lacht. Ich habe meine Sprachnotiz gehabt, ne? Die habe ich mir 20 Mal abgehört, weil der hat 3 Minuten gebraucht, um diesen einen Satz. Darf ich nochmal anfangen? Entschuldigung. Was hast du denn gesehen? Hörst du jetzt auf? Der hatte eine Halskrause an. Oh, ich geh kaputt. Darf ich noch mal anfangen? Oh, bitte. Wo war ich? Ach so. Oh, mein Leon, ich geh kaputt, Alter. Warte mal kurz. Komm her! Der Ohren wieder, ne? Komm her! Womit erstickst du jetzt? Mach weiter im Programm. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Fiona, Insider. Entschuldigung. Wer ist denn Fiona? Fiona. Wer ist das denn? Also, die Thematik ist halt, du hast beim Umschweißen genauso teuer wie umspeichen. Was das große Problem immer ist an diesen Sachen, es dauert sehr lange. Also ihr könnt rechnen, wenn ihr eine Felge umschweißen lasst. Entschuldigung. Mindestens 8 Wochen. Also 8 Wochen? Ja, 8 Wochen. Dann müsst ihr pulvern lassen.
Der Pullfahrer ist immer, also wie gesagt, großes Lob an meinen Pullfahrer, bester Typ ever. Aber dauert auch so 14 Tage, zwei Wochen, 14 Tage. Für das deine Arbeit brauchst du 12 Wochen, dann passt das ja ungefähr. Das heißt, du hast. Du Mann, hast, Konzentration! So. Du hast also alleine 10 Wochen, nur bis die Felge breit ist und beschichtet ist. Also wenn ich jetzt zu dir komme mit der 48 und ich möchte das machen, muss ich ein Jahr einplanen, wenn du das noch reparierst. Nicht ganz. Okay, also lange bearbeitet. Lange sein. Rede, gar keinen Sinn. Ja, doch. Aber kriegt man es auch eingetragen? Ja, mit TÜV. Okay. Hast du mal ein Bild davon? Man muss da. Nee, von ich hätte mal gerne diese Felge, man sieht auf 180, oder? Man muss dazu sagen, es gibt nicht für alle Aufschweißungen TÜV-Gutachten. Wobei die Nicht-TÜV-Gutachten-Dinger ja heutzutage uninteressant sind. Die Fatboy-Felge haben wir ja aufgeschweißt. Ja. Die hat TÜV, also Scheibenräder aufschweißen TÜV, V-Rod-Felgen aufschweißen TÜV, ganz relativ neue Sportster-Felgen aufschweißen mit TÜV. Ich glaube, das war's schon fast. Weil ich muss sagen, ich finde das Verhältnis zur vorderen Felge nach hinten... Ist aber immer so gewesen. Ja, ich weiß, hatte ich ja auch gehabt. Aber ich finde, es muss hinten verbreitert werden. Ich finde, wenn 48, muss hinten breiter Reifen rein. Aber das ist ja das, was du jetzt mehr oder weniger im Step 2 oder 3 machen kannst. Ja. Der Besitzer ist wie alt, darf man das sagen? Oh, ich muss nicht... Ich muss ihn schätzen. 30? Echt? 32, 30? Weil es finden ja doch immer wieder Menschen zu einer 48, muss man sagen. Was ich ja gut finde. Viele. Das ist wirklich so, ne? Ich habe ganz, 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 ganz viele 48-Kunden. Oder Sportster-Kunden, aber auch ganz viele 48-Kunden. Ich muss sagen, zum Fahren ist die cool. Ja, vor allen Dingen auch schnell. Handlich, schnell. Definitiv. Schnell. Da kommt keine Bob hinterher. Nein. Also damals bei mir auf jeden Fall nicht. Das Motorrad ist wirklich, ich meine, ich muss immer dazu sagen, das ist halt jetzt wieder, ich meine, wenn du es jetzt so filmst, leer und ich meine, ihr kennt die ganzen Bilder, es ist dieser typische 48-Style. Habe ich ja auch gehabt. Ich fand witzigerweise, aber es ist ja Geschmack, ich fand den halbhohen, dicken Ape eigentlich stimmiger. Cooler. Oder cooler ist das falsche Wort. Mal stimmiger. Anders. Aber die meisten Leute wollen halt dreckbar, vorverlegte Rastenanlage, so dieser typische Sport. Er hat jetzt, muss ich sagen, zum Glück keinen Tanklift drin, weil das finde ich nicht so schön. Nee. Ich finde es nicht schön. Wobei ich sagen muss, bei einem 48, bei einem kleinen 48-Tank ist es noch okay. Aber dann musst du ja den Kunststoffkanal hier unten entfernen komplett. Ja. Und sieht nicht so schick immer aus. Und dann musst du die Kabel halt hochbinden mit Kabelbindern, so mehr oder weniger. Das ist schon sehr auf Spannung immer. Ja, es funktioniert so einigermaßen, dass es aussieht, aber ich weiß nicht, es ist nicht unbedingt das, was mir hundertprozentig gefällt. Aber mein Geschmack ist nicht der Geschmack. Ich muss sagen, ich habe einen Kollegen aus Langenfeld hier, der hat die umgebaut auf Speichenfelgen und von 21 Zoll drin mit Ape. Sehr schön. Muss ich sagen, sehr schön, wirklich. Sehr schön aus dem Grund, weil es auch mal was anderes ist. Und ich finde, es passt perfekt zum Bike. Mhm. Und er ist ein kleiner wie ich, also so wie der Leon, sage ich mal. Das passt perfekt zu ihm, wirklich. Muss ich sagen, perfekt. Hat eine Pencil dran, schöner Klang auch. Sollen wir mal anmachen? Können wir mal anmachen, ja. Genau. Was kostet so ein Motorrad heute so komplett? Mit der Anlage, so wie es da steht? Ja. 20 Mille bestimmt. Boah, 20 Mille. Du kriegst ja eine 48, kriegst ja gebraucht. Er hat heute sogar extra seine Jacke rausgeholt. Hast du das gesehen? Ja. Ganz elegant heute. Kommt er wieder raus? Ja, oh, ich bin kaputt. Komm mal da rüber hier. Wer kennt's noch? Also er gibt sich Mühe, ja? Monster Garage. Was war das eigentlich? Mit Jesse James oder so. Echt? Ja, wo der so Autos... Guck mal. Dreh dich doch mal um. Wie alt? Die Jacke? Ja. 15 Jahre. Warte mal kurz, wir müssen dir noch was Neues zeigen. Warte kurz. Tu mal kurz her. Ja. Oh ja. Ja, stimmt. Aber die fragen dann, woher. Ja, es gibt es leider noch nicht im Online-Shop. Ja, wir haben hier eine schöne Baumfällerjacke. Ja, warte. Mit dem Logo eingestickt. Ist jetzt eine Eigenentwicklung von uns. Rein theoretisch... Wird bald auf dem Beauty-Kanal von Basti erscheinen. Nein, guck mal, jetzt fragen ja bestimmt welche, man kann das rein theoretisch kaufen. Das Problem ist nur, wir müssen das wirklich jedes Mal in Einzelanfertigung machen. Und ich habe gestern mit Leon darüber gesprochen, was die kosten würde. Das würden die meisten Menschen nicht bezahlen. Nein. Man kann ganz offen sagen, wenn ich das bei meinem Sticker, der ein sehr guter Sticker ist, besticken lasse, kostet alleine der Stick mich
ich schätze mal ca. 30 Euro. Ja, passt. Plus Hemd. Passt. Plus Kalkulation, was für Klamotten atypisch ist, 100%, normalerweise mehr wie 100%. Was schätzt denn jetzt, was das kosten würde? Wenn ich das jetzt im Shop bei dir anbieten würde. Jetzt mal anfassen? Ich weiß nicht, was das... Okay, das ist aber schon... Das ist gut. Ja, aber meine Jacke ist 10 Jahre alt. Die. Also ich sag jetzt mal, das müsste im Shop kosten... 180 Euro. Ja, nicht ganz. Man kann ein bisschen preiswerter machen. Aber es ist auf jeden Fall 150. Da wären wir fast da. So, da ist das wir Thema. Haben gestern ausgerechnet 140 Euro. So, und, ja, und das wir haben gestern was getrunken zusammen, Leon und ich. Und ganz ehrlich, du und musst... Das bezahlt dürft, aber keiner dafür. Das dürft ihr auch nicht falsch verstehen. Nein, überhaupt nicht. Du musst 100% kalkulieren, weil sonst macht das keinen Sinn. Weil der Aufwand, die Arbeit... Ja, wir müssen ja auch zum Stickerei fahren. Du musst die Dinger bestellen. Das lohnt sich nicht. Deswegen... Nein. Wie gesagt... Wenn einer es unbedingt haben möchte, er kann uns anschreiben bei Instagram. Aber leider kostet halt ein paar Mark. Und es ist jetzt auch nicht, sag mal, das ist jetzt ja keine... Es ist eine gute Qualität, aber es ist jetzt auch kein High-End. Es ist halt... Aber wir sind ja beim Thema. Ich meine, unsere Hoodies ist ja genau das gleiche Thema. Wenn du unsere Hoodies siehst, die müssen dann auch, wenn das Basic passt, dickes Basic, ja, schwere darf, Qualität... Das darf kein Müll sein. Dann kostet das auch ungefähr 100 Euro. Knapp unter 100 Euro muss dieses Hoodie kosten. Aber heute kostet alles 100 Euro. Ja, ich weiß, aber... Die bekannte Marke aus Hamburg mit der 13, ich habe übrigens da kosten jetzt, die auch 119 Euro. Ich habe das hier jetzt bei Insta letztens gepostet, in neuen T-Shirts, also die T-Shirts in den Größen, weil es sind ja überhaupt keine großen Größen mehr da. Mich haben schon ein paar Leute angeschrieben, ich hoffe, die kommen in 2 Wochen. Also sie sind in der Mache gerade. Ihr müsst supporten Frankie, dass er hat einen Igel in der Tasche. Hier, hast du gemerkt? Da ist der Igel. Ihr müsst supporten, wir probieren es immer, dass er ein bisschen mehr Merchandise macht. Ja. Das also Thema, wir schmeißen, achso, ja. Das Thema ist halt, wir haben die T-Shirts jetzt wieder in der ganz normalen Machart gemacht, ohne Belabelung, ohne kleine Label hier, ohne kleine Label da. Einfach, um das bei 25 Euro zu lassen vom Preis, ja. Um das bei 25 Euro plus Versand zu lassen, weil wir hätten... Mach doch einfach weiter. Weil wir hätten sonst die T-Shirts teurer machen müssen. Also wenn die belabelt gewesen wären, das heißt also Neck-Label und ein Stitching-Label eingenäht hier oder am Arm, hätten die T-Shirts 29,90 kosten müssen, dass sich das rechnet wegen der Stückzahl, weil du musst ja eine gewisse Stückzahl machen. Und wir haben sie aber so gelassen wie bisher. Das heißt, ein Standard-Shirt, gute Quali, also gute, schwere Quali. Und der Preis bleibt bei 25 Euro. So, jetzt machen wir an den Hof. Okay, komm. Ach so, genau. Deswegen. Mach an. Mach aber Klappe geschlossen. Könnte man die auch laut starten? Nein. Nein? Ja? Ja. Knopf auf. Ah, doch, jetzt. Ja, stimmt. Jetzt kannst du anmachen. Stimmt, aber du willst ja Klappe zu. Jetzt. Mach mal erstmal zu. Kein Gang drin? Ja, okay. Oh ja. Also es ja, ja. Pass auf, es leuchtet grün. Ja, ja. Aber seit unserem Erlebnis. Mach bitte. Hast du was gesehen? Lass mal ein bisschen laufen. Muss man die mappen mit dem Auspuff? Nein. Nur mit dem Luftfilter. Muss man das wirklich oder ist es. Mit dem Luftfilter? Ja. Ja. Ist das so? Ja. Gib mal ein bisschen Gas. Ist schon gewaltig, ne? Ja. Das ist kalt, ne? Muss man nach hinten gehen, dann hört das vielleicht besser. Nee, er hört das ja hier rüber. Ja, also stimmt ja. Hör mal, wie dumpf. Das ist schon. Die Abgasanlage ist neu. Alles kalt. Also, das ist schon. Sportster, 1200er Sportster mit Jacko. Also da lacht keiner mehr, ne? Nein, ist klangmäßig. Sagen wir mal, du musst dich nicht verstecken. Nein, definitiv nicht. Du musst dich definitiv. Nein. Auch von der Leistung nicht her. Da muss keiner denken, mit einer 103er kommst du hinterher. Ich sag dir so, es ist, mit einer 48 ziehst du sogar meist, wenn du Gas gibst an der Ampel. Also die meisten, Big Twin, laber, das ist Schwachsinn. Die Dinger haben schon ihre Berechtigung. Natürlich. Ich finde die nicht schlecht. Natürlich. Ich mag die.
Hast du mal gerade verstanden? Ja. Ist das so? Ja. Okay, ja, komm. Gibt's noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Nee, ich sag wieder das Übliche. Vielen Dank für die positiven Kommentare. Also eigentlich. Das letzte Video kam ja gut an. Ich war erstaunt. Wir müssen dir ja wieder recht geben. Ach so, ja, genau. Unsere Dark Side Softail. Genau, die Rix Fußrastenanlage. Wir können vielleicht später nochmal, wenn wir ein anderes Video machen, die Fußrastenanlage ist jetzt dran geschraubt von Rix, dass er besser sitzen kann. Ja. Wir haben gerade die Blinker hinten mal fixiert. Also die Leute feiern das Bike. Genau, das war damals auch schon so. Du hast ja gesagt, du fandest es nicht, oder auch Leon fand es nicht. Guck mal, es ist nur Geschmackssache. Ganz genau. Ich will keinen kritisieren, war für mich überhaupt nicht der Fall gewesen. Für Leon auch nicht. Wir haben gesagt, das kommt nicht gut an. Du hast gesagt, nein, stopp, das Bike kommt gut an, die Leute feiern das. Genau. Ich finde es immer wieder interessant, auch für mich zu sehen, dass die Leute doch immer verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Zum Glück. Gott sei Dank, sonst wäre ja langweilig. Zum Glück. Ja. Und ich finde es immer schön, dass man doch diese Vielfalt einfach hat. Mhm. Ja? Mir muss sowieso nicht mal alles gefallen. Das ist ja alles Geschmackssache im Leben. Und also, aber ich fand es interessant, dass die Leute das wirklich gefeiert haben. Also wie gesagt, vielen Dank für die positiven Kommentare. Wir freuen uns immer sehr. Vielen Dank, auch die Woche, gestern zum Beispiel, kam wieder ein netter Mensch vorbei, hat uns ein paar Kaltgetränke gebracht. Ich wollte gerade sagen, du musst wieder. Genau, ne? Richtig. Ja. Die Leute dürfen mich nicht wundern, warum wir es verklebt haben. Ja. Der Algorithmus von YouTube stört das ein bisschen. Ach genau, richtig. Wir haben tatsächlich, können wir ganz offen drüber sprechen, oder? Nichts Schlimmes drin. Uns wurde, wir haben ja keine Ahnung, oder ich sowieso nicht, die beiden noch mehr als ich. Die beiden nicht noch weniger, nee, noch mehr als ich. Nee, ich glaube, nicht viel mehr wie du. Und uns wurde mitgeteilt, obwohl uns das eigentlich scheißegal ist, aber wir wollten mal testen, ob es tatsächlich was bringt. Das ist eigentlich der Grund. Ja. Das Alkohol trinken im Video, keine Schimpfwörter, bla bla bla. Nee, Schimpfwörter sparen wir uns ja eh. Muss man heute vorsichtig sein. Du. Dass das wohl nicht gerne gesehen ist und dann wohl auch so ein bisschen blockiert wird. Weil uns aufgefallen ist, dass das, obwohl die Zugriffe gut sind, ja, du kannst das ja immer prüfen. Richtig. Ich habe ja meine Analyse-App. Genau, Analyse. Ich bin ja der Prüfer. Der Prüfer, genau. Da kriegst du auch so einen Kram. Mit deiner Story letztens. Basti, der Prüfer. Genau, richtig. Richtig. Und uns ist aufgefallen, wie gesagt, dass das irgendwie so ein bisschen blockiert erscheint. Und wir wollten mal testen, ob das tatsächlich Wir wurden ja auch mit der Zeit ein bisschen lockerer mit den Sprüchen. Genau. Wir testen mal ein bisschen. Also, wie gesagt, vielen Dank. Fürs Zuschauen. Supporten, kommentieren, abonnieren wäre cool, ja, muss ich sagen. Und peace and out. Ach, wir machen nur. Ich bin mal gespannt. Die machen jetzt gleich mal einen Drohnen-Porn. Ja, wir wollen ja auch fahren. Mal. Dürfen wir mit dem Motorrad fahren? Das ist schwierig. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht machen. Wir wollen doch die Drohne ausprobieren, Mann. Ich glaube, wenn wir normal hier hin und her fahren, ja, wird das kein Gas Problem geben. Sein. Wir dürfen sowieso nicht schief fahren. Weil Tobias kommt doch gleich vorbei. Wir haben mit der Drohne keine Ahnung, Alter. Ja. Das kann riechen nach hinten losgehen. Wir können es ja probieren. Leon macht jetzt einen ganz Standard-Porn. Wie gesagt, wir haben keinen Gimbal. Wir hoffen, es funktioniert. Leon gibt dir richtig Mühe, Mann. Hau einen raus.